gerade mal spontan mein OBS geöffnet, habe gedacht, wenn diese Anlage funktioniert, dann will ich das mal zur Sicherheit aufgenommen haben. Aber vielleicht sollte ich den anderen eine Reihe weiter vorne, dass die sich nicht gegenseitig die in der Mitte halten, weißt du? Oder hier. Hier direkt vor den Ausgang, damit wir hier nicht mehr reinkommen. Ja, wobei, na, ich weiß nicht, ob die das als Hindernis sehen und dann hier nicht mehr herlaufen. Ah, warte, was ist, wenn ich, wenn wir die Drahtfalle abreißen? Oder das, ja. Oh, warte mal, oder oben? Also, ich muss mal reparieren. Ich, nee, ich kann, ich kann ja nicht hüpfen. Das geht. Okay. Ganz klar. Sehr geehrte Zombies, nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Aber wir mögen Sie nicht. Obwohl, schon. Eigentlich schon. Wir sind so... Wir sind soweit ready, ne? Mhm. Und noch die Hebel umgelegt werden. Ich mach den... Ja, wo, ich würde schon mal einschalten, weil... Warte mal, ich mache auch hier, mache ich ein Gitter weg. Nämlich... Ja. Ja, nein, weil... Nein. Weil man von hier aus dann mit dem Shotgun-Geschütz interagieren kann. Ah, ja, gut. Das ist ja für einen Notfall. Lass mal gucken, wie es so geht. Ja, deswegen. Soll ich es anmachen oder aus? Lass ihn erst noch mal aus. Achso, okay. Wir haben für den keinen Schalter mehr. Braucht man nicht. Einfach die Munition entriegeln. Achso, okay. Habe ich jetzt nämlich gerade. Ja. Aber deswegen dachte ich, da kann man mit interagieren. Deswegen machen wir das eine Gitter noch weg. Jetzt schiebe ich mir noch den Wildbrett-Eintopf rein, Alter. Dienstagsschmanz. So. Ich habe mal schon mal eingeschaltet. Ich will jetzt was sehen. Ich will das erstmal nicht schießen. Ich lass ihn jetzt erstmal kommen. Wenn das schief geht, wird das für alle Beteiligten einfach nur unangenehm. Ist dir aufgefallen, dass die Ecken nicht matchen? Ja, ich weiß, das ist ein anderes Soundding. Das ist traurig, ehrlich gesagt, weil das sollte uns so viel geben und gibt uns dann doch so wenig. Es geht los. Oh ja, oh ja. Ja, da sehe ich schon jemanden kommen. Angenehm, ja. Ah, ich sehe da hinten schon mal einen Hund. Oder ist es ein Spider? Oder ist es einfach weg? Ich glaube, es war ein Todeskaninchen. Ah, da. Oh, shit. Alter, die erste Rotzewelle ging hier schon ran, glaube ich. Ja, nice. So. Oh ja. Oh. Zack, es geht los. Der Spaß beginnt. So, ach, sie sind ja noch am Britnomat. Zack, und der erste ist geboxt, jawoll. Der hängt aber noch am Zaun drin. Oh, das ist schlecht. Oh, er ist abgeführt. Ja, zack, oh. Ja, aber sie werden da blöderweise in dieses Stich. Ja, das müssen wir irgendwie zur Seite noch abriegeln. Aber als... Ja, der reagiert zu früh, das ist das Problem. Der reagiert. Ich dachte, der reagiert erst gerade, wenn sie vor ihm sind, aber der reagiert. Aber sie fallen trotzdem alle unten in die Schnetzelmaschine rein, Alter. Das ist halt. Oh, der Frank hat's rausgeschafft. Dafür kriegt er den Job. Es funktioniert, sie werden in den Hexler gestoßen. Oh nein! Zack, Kevin ist... Ja, mega Box aus Welt. Oh, backst du oder was? Hui! Zack. Boing! Boing, zack, ab nach unten in den Heckler. Ja, wir müssen eigentlich nur die wegschießen, die uns in der Stachel dran zu nahe kommen. Oder die grünen. Hey, Spidey! Wenn du kritisch wie Spider oder so, will ich halt einen Header verpassen und fertig. Ja. Wir haben noch keine Geier über uns. Ja,
war der denn da unten? Was war das? Box! Blob, Alter! Man passt einfach, geben sie mal ein paar Netze, dass wir ein bisschen extrem machen. Ja, ist das. Ist auch chillig. Nächste! Der hat Nervenzusammenbruch, der Alter! Ich hab das halt bisher immer nur mit Elektronik gemacht und nichts anderem, weil das alles steht so schön still, man kann nicht so den Header verteilen. Das braucht man eigentlich gar nicht. Also das hat, glaube ich, es hat noch nicht einer geschafft, eine Dartfalle auszulösen, die waren alle weg vorher. Ist die überhaupt an? Ja, das ist jetzt an. Ich fühle mir gerade ein, als ich dachte, soll ich denn entgegenlaufen? Nein. Wow! Ja, der hat die Dartfalle getestet, vielen Dank! Der war ziemlich schnell weg! Ups, Blob, Hexe! Also, die hat auch ein scheiß Leben da unten! Nein! No mercy! Ich guck mal an den Seiten, dass da nichts passiert. So, komm. Come to me. Dem gebe ich mal wieder die Chance jetzt. Hey, die sind alle echt anständig und laufen alle nach vorne. Das ist nett, ne? Komm schon. Oh, weggepoppt. Hallo Mann, ich bin hier hin. Hi. Da unten wird gerade ein Radioaktiver gehäckselt. Der rennt freiwillig in den Häcksler. Okay, und schon. Das packen dann auch den Kopf rum. Was ist mit der da unten, die gerade elektrifiziert gehäckselt wird? Weg. Oh mein Gott, Martin, jetzt greifen sie wirklich an. Der Spider kratzt mir hoch und ist am Zaun abgerutscht. Ich hab ihm mal einen Arsch geschossen. Martin, der erste Elektrozaun ist hin. Ja, das passiert. Wenn der zu sehr genutzt wird, ist er irgendwann durch, leider. Das haben sie mal mit irgendeinem Update so gemacht, dass sie sich abnutzen. Bei mir an. Was war denn da unten? Dein Shotgun-Tourette nimmt mir den Spaß. Ich liebe es aber, wie er kurz zieht. Alle in die Kamera vorschau. Ich kann ihn ja selber steuern. Ey, dann kriegen wir die XP, glaube ich.
will mal wieder einen den Häcksler. Ne, da will wieder die Wand kaputt schlagen da unten. Der ja, wenn ich das tue, kriegen wir die Punkte. Ah, gerade hat er nichts zu tun gehabt. Ich hab's gehört. Ding, 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 ding. Alter, was da unten in dem Gang ein Loot liegt, das ist ein Traum. Das ist voll geil, Alter. Und man kann 1A durch die Kinder die Geier wegschießen. Das ist ein Traum. Alter, die Killstreak ist mega geil. Dieser Hammer, der hinter mir steht, ist manchmal ein bisschen gruselig, wenn ich mich umdrehe. Ja, komm her. Komm. Oh. Tot. Sorry. Lass mal wieder ein paar durchkommen. Unsere Triggerplate wird oft genutzt. Okay, ich lass ein paar durch. Ich will nur diesen Gang verlustieren. Oh! Ja! Der Spider! Ja, ich mag Spider. Lass doch mal drauf. Ich bin nicht zu. Kommt ja gar keiner hin. Ja, die Spider schaffen es, weil sie über die Hammer zuspringen können, die anderen. Oh, der zweite Elektro-Down ist durch. Boah, jetzt wird gemetzelt da unten. Jetzt ich gibt's Schaschlik. Mann, ich hab den E-Zaun einfach mal ausgeschaltet. Ja, so, aber auch cool. Ich hab mir gedacht, man könnte sich kaputt gehen lassen. Da oben können wir eigentlich nochmal laufen. Da musst du unten in die Gänge gucken. Da schlagen sie sich dann gegen die Wände. Das ist ein bisschen blöd. Die fallen ja hier runter. Und zack, und zack. Ja, achso, wir haben ja noch die. Stimmt, wir haben ja nur die Dartfalle, haben wir ganz vergessen. Wir haben ja nur die Dartfalle, falls einer durchkommt. Tick, tick, tick. Na? Ach, schon tot. Ach so. Ja, und das ist so großartig mit dem Hammer. Ich das Firebox. Zack. In die Dartfalle geprügelt. Warte mal, ich muss aber weg noch hier mit dem anderen. Komm nicht bei uns an, sie sind es noch. Warte, geh mal einen Schritt zurück. Box! Komm, noch ein Meter! Hey. Okay, der ist hoch, hoch motiviert. Und. Oh. Jetzt hast du da unten hingestellt. Ja, da unten ist er, glaube ich, schon hinter dich. Ja, ich wollte einfach mal probieren. Immer wieder weg. Oh, ich glaube, beim Hammer bin ich am überlegen, ob wir den noch irgendwie nochmal da noch einen Sichtschutz hinbauen kann, in den vorderen Bereich, damit er erst später realisiert. Der schießt ihm jetzt immer
Weil er so früh reagiert, genau wie Elektrozaun-Lücke. Warte mal. Da. Hammer Time! Den kann man auch mit Hand bedienen, Martin. Ja, ja, das kann man. Warten! Warten! Tschüss! Und wir müssen uns an den Seiten eine Verkleidung ausdenken, dass die nicht hier drauf fallen können. Also einfach hier Steinplatten, weißt du? Martin. Hier an den Seiten Steinplatten, quasi da, wo der Hammer steht, das nimmt ihm einmal die Sicht und die können dann nicht an der Seite drauf landen. Also einfach verkleiden, dass es ein schmalerer Gang ist. Hm. Hm? Du stehst im Eingang oder in dem Ausgang. Was denn? Du stehst im Durchgang. Guck, nee, du kannst ruhig weitergehen, ich habe alles ausgeschaltet. Guck so. Wir könnten uns ein bisschen die Treppe zerschlagen. Martin. Dann können die nicht mehr drauf landen. Ja, ja. Ja, das Problem ist die, die. Ja gut, du musst hier oben noch einen quer. Dann müssen wir uns das auch. Ja, das Problem ist, Nee, oben dann, geht noch, ganz oben. Also in der obersten Kante, da ist er. Oder ist er das Stromding schon im Weg? Dein das Stromding. Ah, okay. Kann nur hier drüber. Das Problem ist, wenn ich hier einen andersrum hinsetze, dann ist das der hier fällt. Nicht mehr eins breit. Ja, der fällt also dem runter, sowieso. Ja, schade, das geht mit. Drunter ist schon. Weil das ist, ja gut, die Kante ist auch blöd. Das Hauptproblem ist, dass die hier in diese Lücke hier fallen und hier im schlimmsten Fall den Elektrozaun zerschlagen. Das muss man eigentlich zumachen. Ja, warte mal, geh mal da raus. Wobei die Kabel gehen auch sowieso durch alles durch, oder? Ja, das hält halt nicht. Aber so reicht ja. Ja, aber warte mal. Wow. Das. Fall ich noch durch? Ja! Funktioniert! Okay. Dann bauen wir das so zu. Martin! Ja? Mhm. Hast eine Magnum gefunden? Ja. Soll ich was sagen? Ich hab eine Schatzkarte gefunden. Ja gut, wir haben uns aber auch bemüht. Ja. Also das war jetzt noch der Prototyp, ich würde hier prinzipiell alles jetzt nochmal, hier haben sie nämlich noch ein bisschen was zerschlagen, ja, nochmal verstärken. Ja. Auf jeden Fall. Das war jetzt nur noch die Billig-Variante des Steins, wenn man so will. Ne, deswegen alles noch einmal verbessern und ich würde hier die Seiten verkleiden. Mhm. Aber saulustig. Hat Spaß gemacht und wir können wir überlegen, ob wir hier hinten dann doch nochmal eine zweite Blade Trap mit einbauen, weil die sind auch mit großer Freude den Gang entlang auf die Blade Trap zugelaufen, also scheinen die sich da nicht dran gestört zu haben. Das war ganz lustig eigentlich. Die haben sowas kaputt gemacht. Das Holz sogar. Nee, der Hügel war ach gestern so. Abend schon da, das ist vom alten. Ja, das, nee, das war ich, stimmt. Ich habe da oben ja den Zaun abgerissen. Das, ach so. Der ist das. Wüstling. Stimmt. Ja, nicht. Aber geil. Ach. Schön. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war einfach purer Sadismus und da bin ich ja immer für zu haben. Ne? Richtig zum gut, ey. Die Baron dabei, ne. Ich habe aber trotzdem noch ordentlich 7,62er rausgeballert. Wobei das, glaube ich, auch viel einfach Spaß und Freude war. Man wollte so ein bisschen noch was mitwirken. Habe ich den groß gelevelt? Einen Punkt habe ich gelevelt, das heißt nichts. Das nächste Mal den Elektrozaun wieder neu machen, der sieht bin jetzt zwei ziemlich hart durch. Ansonsten.
Das geht sogar überall, ohne Probleme zu machen. Nur an der einen Stelle sitzt der Elektroverteiler. Das heißt, ich kann das hier überall. Mit was hat man das verkleidet? Noch mal in der Ganzes. So, auch mit Cobblestone. Ach so, stimmt, klar, logisch. Die erste Stufe macht man ja nochmal mit Cobblestone. Richtig. Tja. Ja gut, irgendwann gehst mir das Ding in Bettung. Ja, sicher. Das bewährt hat. Bewährt das echte. Es sieht auch von weitem immer noch so schön kompakt aus irgendwie. Ja, ne, es hat eine elegante Form, muss man auch wirklich sagen. Ja. Hol ich mal ein bisschen Reparaturmaterial und dann, genau. Die Aufnahme mache ich wieder aus. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Britz Linder Aufnahmen lacht. Doch, doch, das hatte viel Schönes. Wo habe ich denn eigentlich mein Arbeitsmaterial hingepackt? Hatte ich das nicht reingeschmissen? Ja, das war es jetzt nicht. I'm in the shape of a plot. Kann man dann noch symmetrisch machen. Schön, 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 schön. So, jetzt brauche ich einen Zombie. Ey, guck mal, wie viel ich verballert habe. Ja, ich habe 200 Schuss 7260er verratzt. Richtig hoch motiviert. Ja, ich habe aber auch noch 800. Ja, ich habe das 150 habe ich gehabt und jetzt habe ich noch 20 oder so übrig gehabt. Sind das noch gut? Ja, schon getackert. Ja. Es hat halt auch Laune gemacht, da kann man auch nichts gegen sagen. Es hat halt auch Laune gemacht. Ja, Freude war ganz unsererseits. Definitiv. Aber die hatten bestimmt auch Spaß, Mann. Glaube ich. Wobei, Thomas war ein Erlebnis.